Oh, fuck. gotta go. Das sah so gerade auch lustig. Oh, fuck. Oh, no. Ja, hallöchen, herzlich willkommen zurück hier zu Tschernobylite beim Baumstamm des Verderbens, der uns nicht loslassen wollte am Ende der Folge. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen Kollegen. Hallo Benny, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Und guck mal, was ich jetzt mache. Oh mein Gott! Wir sind frei! Oh, es ist so schön. So, oh, Mensch. Und bevor wir hier rausgehen aus dem aus der wundervollen Erinnerung hier, in der wir rausgefunden haben, wer der Black Stalker ist, wir sind euch noch was schuldig. Und es tut uns leid. Also, ich sag das jetzt für Benny, ne? Bennys Aufgabe, sich dran zu erinnern. Es tut uns nicht leid. Wir haben das halt einfach als Cliffhanger gemacht und wir wollten damit rausfinden, ob ihr auch wirklich immer dran bleibt und ob ihr euch das Video auch wirklich bis zu Ende anguckt. Ach stimmt, das war's. Deswegen haben wir das gemacht. Ja. Danke an die, Respekt und danke an dich auch. Du hast dir bis zum Ende angeguckt und hast uns auch darauf hingewiesen, auf den Nichtfehler. Ich nehme das jetzt einfach mal so als Nichtfehler hin. Aber keine Sorge, wir haben natürlich recherchiert und den Plural von Krösus gibt's am Ende der Folge. Nee, Quatsch. Den gibt's natürlich jetzt sofort. Wir haben beide nachgeschaut tatsächlich und Benny, ich glaube, es ist angemessener, wenn du das sagst. Also der Plural von Krösus ist nicht Krösi. Es sind nicht die Krösen, es sind die Krösusse. Was ich ein bisschen irritierend finde, weil ich finde, die beiden vorangegangenen Alternativen finden wir beide besser. Ja, also Benny ist riesen Krösi-Fan und ich bin Krösen-Fan. Aber niemand von uns ist so ein wirklicher Krösusse-Verteidiger, also weiß ich nicht. Aber wir müssen es nehmen, wie es ist. Also, ne? Irritierenderweise, normalerweise, wenn man so zwei Lager hat, so die Krösi und die Krösen-Lager, normalerweise sind die verfeindet, aber sie einen sich in dem Hass auf die Krösusse. Genau, ne? Ja, aber so viel Krösi muss man an der Stelle dann auch haben, zuzugeben, dass der Plural von Krösus eben in mehreren Größen vorhanden ist. Von daher müssen wir durch. Und wo wir jetzt auch durch müssen, ist das Portal hier. Übrigens, die Mail an den Duden ist schon raus. Also ja. Die Beantragung, dass Krösi und Krösen auch als alternative Pluralformen anerkannt werden für Krösus. Ja, nicht mal das. Ich habe erstmal geschrieben, dass sie vor allem Krösus streichen sollen. Das zweite machen wir dann im Anschluss. Aber wichtiger ist, dass Krösus erstmal rausfliegt. Проснись, пой, Игорь. Татьяна. Тебе многое нужно увидеть. Ищи меня в Припяти. Татьяна. Пропала. Опять. Ach, die Frau immer in Eile. Es ist doch aber auch verrückt. Gut, aber wir wissen jetzt tatsächlich, mit wem wir es da zu tun haben. Und zwar mit unserem ehemaligen Freund. Also wir haben ihn als Freund gesehen, aber wir haben jetzt rausgefunden, dass er es nie war. Boris. Boris. Ah, Boris, du altes Arschloch. Und nee, geerntet haben wir hier schon. Hey. Ich glaube, in der Basis gibt es nichts zu tun. Und so wie es aussieht, ist das Wetter auch ziemlich beschissen. So, bitte schreib mich nicht an. Sind die ausgerüstet? Hast du Dietrich hier und sowas hergestellt. Ach, gut, dass du sagst. Hast du, glaube ich, tatsächlich sogar gemacht. Ich habe ja in der letzten Folge nicht viel gemacht. Das stimmt. Ich habe ja bloß ein bisschen Loot eingesammelt, den du übersehen hast. Und morgen. Tritt halt nochmal zu. Morgen. Und genau, jetzt gucke ich einfach mal, dass ich eine neue Mission starte, in der ich den ganzen Loot nämlich einsammeln werde. So gehe ich jetzt auf. Es tut mir leid. So, was haben wir denn hier? Saschko hatte eine brillante Idee, klingt schon mal überhaupt nicht gut. Geister der Vergangenheit. Tatjana erscheint immer wieder in mein... Hatten wir das? Kopatschi, ein alter Freund. Ich glaube, das war das nächste in der Reihenfolge der Quests. Oder? Georgi also Semonov ist... Ich glaube... Oder? Ah, ich blick nicht mehr durch, Leute. Das Auge von Moskau ist wie bei Olga so eine Quest, die man machen kann, die vielleicht noch ein paar Erkenntnisse bringt, aber die vielleicht jetzt nicht für die Hauptstory relevant ist. Genauso wie die Geister der Vergangenheit, die ja zumindest auch ein anderes Symbol haben. Ja, aber ich glaube, Geister der Vergangenheit ist tatsächlich Hauptstory, weil das ist ja Tatjana
die gesagt hat, sie wartet in Pripyat. Okay, ich dachte, das wäre eben nicht direkt Hauptstory, sondern eben einfach ein paar Erinnerungen, so eine zusätzliche, also ja, schon Hauptstory-mäßig, aber jetzt nicht, was den gesamten Plot vorantreibt. Ah, guck mal, das Auge steht für Tatjana. Und das? Hauptquest. Ah, es gibt also Tatjana und Hauptquest. Cool. Ja, dann haben wir zwei Hauptquests und eine Tatjana-Quest, wie es ausschaut. Und die Hauptquest ist ja eigentlich auch Tatjana zu finden. Ich mache jetzt aber trotzdem mal hier, ich möchte rausfinden, was mit Semonov, mit dem alten Freund von Igor hier passiert ist. Deswegen geht's für uns heute nach Kopachi. Und was haben wir denn noch so? Wir haben einen Munitionsabwurf, den kann jeder machen. Das kann basically auch jeder außer Sashko und das kann Sashko mal so gar nicht. Also geht Sashko mal Munition holen. Hier können wir auch gar nicht die anderen auswählen, oder? Ach doch? Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ja, nochmal Munition. Olga, bitte. Und du kannst die Monsterjagd in Pripyat machen. Wieso hat die jetzt nur 50%? Achso, nee, das ist nur. Nee, das ist nur für die aktuelle Quest. Das finde ich immer echt verwirrend. Mhm. Okay. Das stimmt. Let's Fetch, sprach der Frosch. Ja, natürlich, bin ich mir sicher. Georgi Semyonov. Старый добрый Дед Мороз. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? С чего бы ему работать на нар, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. Ja, Boris war auch immer gut zu uns, aber vorne rum nett, hinten rum nicht nett. Nett. Tag 21. Meine Güte, kannst du dir vorstellen, dass wir schon 3 Wochen in der Zone sind? Nee. Oder? Es ist verblüffend. Wieso habe ich eigentlich immer dieses beschissene Wetter hier? Es ist doch... Ich hab's aber auch einmal. Ja, okay, na gut. Mir ist auch schon mal so diesig. Diescher, das stimmt, das ist wirklich diesches Wetter hier. Was leuchtet denn hier? Eine Notiz, perfekt. Давай уедем отсюда, Игорь. Пожалуйста. Уедем? Куда? Куда угодно, в Европу, в Америку. С твоим талантом и моим обаянием мы где угодно приживемся. Это опасные фантазии, Таня. За такое могут арестовать. Ты же знаешь. Наша жизнь тут. Эта жизнь рано или поздно нас погубит. Ich finde übrigens interessant, dass eigentlich alle Bilder im Endeffekt Tatjana lebend zeigen, aber in der aktuellen Zeit ja eigentlich, weil das ja immer die Ruinen sind. Also gut. Mir das bis jetzt erstmal nur aufgefallen ist. Oder nur so unterbewusst. Ich glaube, es jetzt, ist zumindest erst jetzt ist mir so richtig klar geworden oder habe ich jetzt erstmal richtig gesehen. Es war, glaube ich, schon immer so ein bisschen klar. Hier gibt es ja nichts außer der Hauptquest. Wow. Aber ja, das ist richtig. Und wir haben tatsächlich auch so ein paar Teile mit und ich weiß auch noch wieso. Wir wollten nämlich tatsächlich auch mal ein paar Sachen hier in der Zone bauen. Damit fange ich jetzt auch mal an. Umgebungsmodifikatoren erscheint mir am vielversprechendsten. Und guck mal, davon haben wir schon 2. Das heißt. Pilze und Kräuter. Das heißt aber, die zählt auch levelübergreifend, oder? Anscheinend, ja. Achso, mit anderen Geräten dieses Typs stapelbar, stimmt. Ah, hier, der Black Stalker taucht später auf. Das haben wir jetzt schon 2-mal. Verzögerung des Tschernobylitz-Sturms, aber die Sicherheit, die Strahlungssicherheit in der Zone geht dadurch runter. Siehst du das? Achso, und dadurch kann man es dann eben entsprechend wieder. Da müssen wir vielleicht mal hier so einen Tschernobylitz-Schnuffi bauen, aber dafür brauchen wir Pilze. Tschernobylitz-Schnuffi. Ja, siehst du, genau dafür brauchen wir den. Ich hol mal trotzdem die Blume mit hier hoch. Den Strahlungsnupsis, da ist was. 2 war es sogar. Erstmal den Blut mitnehmen.
Ja. Bevor ich mich hier mit so einem... ewig nicht mehr gemacht. Bevor ich mich hier mit so einem Schnuthelm anlege... Schnuthelm! Oh, das war... Einfach bipsch, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Na, wie elitär bist du jetzt? Das war ja mal richtig geiler, ey. So halb... gar nicht kartoffelig. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gerade so die Kurve gekriegt. Gerade so die Kurve gekriegt. Ah, ärgert mich, dass ich den gar nicht gesehen habe. Ein Boomschwung. Ja, ich muss ja ehrlich sagen, wir werden so mit Waffen zugeknödelt hier, dass ich gar nicht weiß, was wir damit alles machen sollen. Wir haben ja auch gar nicht genug Leute. Verwerten? Ja, gut, das stimmt. Das ist ein Argument. So wie das letzte Mal. Am besten solltest du die Rüstung nicht verwerten. Naja, es ließ sich ja relativ schnell wieder reparieren, indem du es neu gebaut hast. Aber die Komik der Situation war schon einzigartig. Da. Ich glaube, ich habe jetzt die Strahlungszone hier umlaufen geschickt, wie ich bin. Das ist natürlich auch sehr nicht geschickt verkehrt eingefädelt. Da ja, ne? Übacht. Oh, verdammt. Ich habe schon wieder dumme Medizin genommen. Wo ist denn... Was suchst denn du? Den Herbderb. Ja, wo ist denn der Herbdorp hin? Da ist er. War der nicht immer auf der 5? Ja. Ah ja. Ich muss mir das, glaube ich, mal irgendwie... Ich muss das mal aufschreiben. Muss das mal auf den, ja, so ein kleine Zettelchen, so kleine Zettelchen dahinter klemmen. Was, wo ist? Ich kann mir es wirklich nicht merken. Das ist ein Riesenproblem. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, früher in Fallout hatte ich gefühlt 3 Nummernzeilen. Drei Nummernzeilen mit Shortcuts vollgelegt und jetzt kann ich mir nicht mal mehr eine merken. Aber ich habe hier auch Probleme, das gebe ich zu. Da ist er. Ganz schön viele Blumen und ganz schön wenig Pilze hier in dem Level, muss ich sagen. Das ist ein bisschen schade, weil... So. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Von wo denn? Wir hatten jetzt wahrscheinlich erstmal wieder so lange nicht sehen. Oh. Ah, das ist wieder so ein Hobby-Elite-Soldat. Oh oh. Die 1 empfehlen. Was soll ich? Siehst du, ich komme auch durcheinander. Ich würde an deiner Stelle schnell noch was. 5. Nee, 6, 6, 6, 6, 6 drücken, 6 drücken. Du Klaus. Oh! Nice! Ja, ich hab das noch mitgenommen! Ich hab das letzte Mal noch mitgenommen, bitteschön! Geil! Insane. Hab dir das Leben gerettet. Das hast du wirklich, aber so richtig. Holy shit. Oh. Das war jetzt aber auch irgendwie hart. Und die haben unsere 2 Platten verkackt, ne? Ich komme nicht ins Inventar. Doch, hier. Nee, aber wir haben doch noch 2 Platten. Ne? Dann nimm die doch. Aber ich glaube für die Keramikplatten nur. Du brauchst ja per Keramik für die Rüstung, glaube ich. Ach so, ja, okay. Okay. Aber ich glaube, was wir aus dem Fight jetzt mitnehmen können, ist, wir müssen uns definitiv besser schulen, was die Tastenbelegung angeht. Nimm die 1, nimm die 1, nein, die 2, du brauchst eine 5, eine 6. War verbesserungswürdig, muss ich sagen. Aber, unterm Strich. Aber ich hab mich beim zweiten Mal schon schneller korrigiert. Also ich ja, das stimmt. Noch 4 oder 5 Mal und ich krieg's hin. Noch eine Wumme, also wirklich. Wir müssten hier mal so eine Verwertertonne to go bauen, damit sich das hier langsam lohnt. Togo-Tonne.
Aber ganz schön viel NAR-Aktivität hier. Ist da nicht noch was? Nee. Nee. Es wirkte so. Ja. Apropos wirkt so, wenn das so wirkt, als würde ich hier wie ein kopfloses Huhn über die Map... Oh, bitte. Über die Map gehen, dann stimmt das. Wollte ich so nicht sagen. Das nochmal Pilze! Pilze! Oder jetzt ist hier Zeit für ein, Strahlungs... Strahlungsschnuffi. Ich wollte gerade sagen, Zeit für eine Schwammesuppe, aber ja, kannst du auch machen. Ach, Quatsch, wir machen jetzt keine Suppe, wir machen hier einen Strahlungsschnuffi. Ich weiß auch schon genau, wo ich den hinbaue. Oh ja. That's smart. Wolltest du wirklich da hinbauen? Eigentlich schon. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ah. Oh. Nice. Das wird nie jemand finden, das Ding. Das ist so geil versteckt. Guck dir das an. Ja. Sieht aus, als hätte das Haus eine Terra-Entwicklung durchgemacht oder so. Einfach gottgleich versteckt. Terra-Haus. Huch. Hoppala. So. Ich habe ja irgendwie immer noch das Gefühl, dass mir hier ein paar Soldaten im Nacken sitzen, die einfach noch nicht aufgetaucht sind. Wo hast du eigentlich diesen Adrenalininjektor her? Ich habe das gar nicht mitbekommen beim letzten Mal, dass du das gefunden hast. Ich habe keine Ahnung. Also das war nichts craftable, oder? Also gecraftet habe ich es nicht, aber ich weiß nicht, wo ich es rausgefunden habe. Okay, naja, dann sind wir jetzt einfach mal froh, dass wir so ein Teil hatten und freuen uns, wenn wir wieder mal eins finden, weil wir jetzt wissen, wofür es gut ist. Also da habe ich ja mental schon abgeschlossen gehabt mit der Mission. Mhm. Wobei es natürlich auf der anderen Seite auch durchaus spannend gewesen wäre, was dann passiert wäre. Wären wir in so eine Erinnerungssequenz gekommen, wo wir Chernobylit einsetzen können, oder wären wir wieder im Gefängnis rausgekommen, was ja unterm Strich sich als äußerst lukrativ rausgestellt hat. Falls du dich da erinnerst. Nee, irgendwie gerade nicht. Es ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir im Gefängnis waren. Ach Gott, ja, das ist echt lang her. Da war ja was, Mensch. Unter dir aus Luft. Ich glaube, da muss ich irgendwie da rein. Das ist so viel, Luft. Hier ist allgemein viel, ja, muss ich auch sagen. Bild. Ich würd auch durchaus nochmal so einen Strahlungsbumsi bauen, einfach weil die Menge an Strahlung in der Zone ja immer noch ziemlich groß ist. Wir wissen ja zumindest, dass es das nächste Mal funktionieren wird. Das stimmt, ja. Ein Weiß. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube ja, das haben wir schon gelesen. Das ist ein bisschen blöd, dass die Hinweise da nicht verschwinden, ehrlich gesagt. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angemerkt. Wäre da irgendwie... Oh, danke. Das gute Brot. Das weiße, schöne Dinkelbrot übersehen. Wirklich wahr. Das glutenfreie Dinkelbrot. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Was wollte ich? Mach die Funzel aus. Aber wir müssen ja hier nicht unsere schöne Batterie verschwenden, wenn hier beleuchtet ist. Wir haben schließlich eine Energiekrise. Dem müssen wir auch Rechnung tragen, ne? Stimmt. Braucht der schon immer so lange, um sich aufzuladen, dieser Sensor, oder bin ich gerade einfach nur verwöhnt? Ah, hier geht's ja raus. Nee, der braucht schon immer lang. Aber da oben war ihn ja nicht. Ja, ich bin. Ach doch, das ist der Hinweis, oder? Hm. Ja, wenigstens ist es farblich markiert. Jetzt habe ich mich hier vollends verfriemelt. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich kann es verstehen, ich bin jetzt auch nicht genau wieder. Nee, nochmal zurück. Nee. Jetzt kannst du hier raus. Ja, nee, ich glaube, da wollte ich auch raus. Ach so.
Na dann, hast du ja alles richtig gemacht. Ja, ne? Ja, ein bisschen Flower Power. Oh, schön mit dem T1-Bus nach Woodstock fahren. Ja, so machen wir das. Wenn wir hier fertig sind, Tatjana gefunden haben, geht's erstmal. Hi! Darf ich euch Chemikalien mitnehmen? Ist voll lieb, ne? Ihr braucht es ja nicht mehr, ihr seht so gesund aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr ekelhaft. Rein da. Mensch, hier sieht man ja richtig viel. Oh, ich habe die Sonne gefunden. Ich muss jetzt ja eigentlich warten, bis mein Scanner wieder da ist, weil sonst... Hä, kommen die Felsen her. Hilft die Karte? Nee, die Karte hilft auch nicht. Leute, ich finde hier nie wieder raus. Tja. Ich glaube, unsere Filter... Dann leben wir jetzt im Wald. Halten auch nicht mehr so lange, wenn ich das richtig sehe. Oder wechselt er den dann von sich aus? Ich hoffe es. Ah, jetzt können wir es erst wieder absetzen. Okay, das war eine äußerst nutzlose Erfahrung. Aber es gibt Blut. Ja, aber nicht in der Hazard Zone, sondern außerhalb. Das hätte ich auch so gefunden. Blut! Das ist sogar was Grünes, oder? Oder? Stimmt, das sind keine Blumen. Das wirkt ja erst wie eine Blume. Das ist ein Tschernobylit-Versteck. Ich muss nur den Eingang finden. Oh, natürlich, auf der Seite, wo ich nicht war. Ja gut, Revolver-Muni. Dann ist das hier der passende Revolver. Das stimmt, ja, Gewehrmunition ist tatsächlich das Einzige, was wir aktiv brauchen, weil das auch so ein bisschen die Waffe ist, die wir nicht am meisten verwenden, aber die wir immer in Gefahrensituationen zumindest verwenden. Das ist die Schrotflinte, von der bin ich nicht überzeugt. Also ich bin generell nicht von Schrotflinten überzeugt, davon mal abgesehen. Nee, die hat mich gerade auch nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen, als ich sie vorhin mehr oder weniger aus Versehen verwenden musste. Oh, ich gehe in die falsche Richtung, das ist mir natürlich völlig klar gewesen. Und ich habe das Gefühl, es ist schon wieder so weit. Oder? Ich glaube, wir müssen das echt ein bisschen häufiger mal machen. Aber man braucht halt, das muss ich jetzt zugeben, man braucht halt doch relativ viele. Oder es ist ein bisschen ungebalanced. Also Pilze und Kräuter findet man verhältnismäßig. Ja, vielleicht sind wir gerade in einem Gebiet, wo es mehr Kräuter als Pilze gibt. Das hat man ja auch gesehen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, du siehst mich ja wirklich nicht. Aber. Hast du noch einen Bro? Dachte schon, ja. Na, aber... Alter! Du kannst ein schweres und keinen Schleichangriff durchführen, seit wann das? Alter, Mann, sind wir stealthy. Ja, also... Zwei. Nee, die 2 ist die Shotgun. Nein, die 2 ist der Dusch. Oh ja, hast recht. Das ist eine richtig schöne Salve. Geh weg! Geh weg! Ich seh nichts! Wo ist er? Da ist er. Nee, es ist ein Auto. Gut, dass du so ein schönes leuchtendes Fragezeichen hast. Wieso kann ich nicht... Ah, jetzt kann ich wieder. Ich konnte gerade nicht reinzoomen, ne? Konntest oder wolltest nicht?
Irgendwas ist hier gerade weird. Außer dein Aim. Naja, irgendwas muss ja funktionieren, ne? Nee, aber tatsächlich, also ich konnte tatsächlich nicht reinzoomen. Es hat nichts mit, also es ging wirklich nicht. Und es war komisch. Ja, das ist, glaube ich, der. Und in der Situation. Der hat ein Beruhigungssalz dabei. Die werde ich auch gleich mal nehmen, weil ich glaube, unser geistiger Zustand ist mehr als fragwürdig. Ja, ich meine, ich habe das Auto für einen Menschen gehalten, also ja, es kommt schon hin. Da oben haben wir noch eine ungelootete Wumme. Eine ungewummte Lute. Hä? Oh, nee. Gib mir a break, Junge. Na, Boris. Have a Kit Kat. Aber, sag mal, Boris. Oh, ich bin sogar gesprungen. Das ist halt auch gut. Ist so, ne? Was ist denn der? Was ist denn? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ja, jetzt hat er mal nicht getroffen. Weil dummerweise jetzt auch Soldaten an der Backe, ne? Das ist gerade echt ungünstig. Sehe ich wie du, halt die Klappe und geh. Oh shit, hab keine Moon mehr. Sehr schön. Das war stark. Tatsächlich eigentlich die Shotgun nehmen, aber das hat nicht funktioniert. Oh, oh fuck. Gotta go, gotta go, gotta go. Movement is key. Das war gerade auch lustig. Oh fuck. Oh no. Jetzt wird's wieder richtig delicious. Who's next? Oh nein. Panzerschmanzer. Einfach mit einem Up-Turp und der 5 drüber rasieren und dann. Ja, ja, aber dafür muss ich ihn erstmal sehen und zwar idealerweise bevor er mich sieht. Hast du gerade geschossen? Nee. Bin auf einem Stock hängen geblieben. Was, ah, man, okay. Was man halt so macht als Elite-Soldat im Kampf. Nein. Ja, verletzt. Oh, fuck! Richtig schön ins Gesicht geballert. Dem jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass du es wolltest. Ich hab doch schon gedrückt. Mach, zieh! Zieh, mein Junge! Drück dann schnell auf die 6, die 6 ist es. Nochmal. Wo, Euda, wo, Euda, wo? Der Boomschwurm ist die 3. Ah! Siehste. Oh, Leute! Ich kann euch gar nicht sagen. Hey, das war gerade sehr intens, das gebe ich zu. Also, du hattest mit Abstand den intensesten Kampf und du hast eine. Richtig gut überstanden. Ich bin ehrlich gesagt hart überrascht, dass das funktioniert hat. Also nachdem ich da die vier Gegner gesehen habe, die auf mich zugekommen sind, habe ich innerlich abgeschlossen mit dem Level. Sag ich, wie es ist. Und das Problem ist, wir haben ja nicht mal eine gescheite Rüstung oder so. Also die ist, den Helm wolltest du nicht mitnehmen. Du guckst halt auf den Helm drauf und sagst, wir haben keine gescheite Rüstung. Nee, es war kein Haarkanso, warte, das macht mir die Haare kaputt. Also die Friese, da habe ich echt die ganze Nacht dran gesessen. Das ist es dann. Kapuze. Quark. So, hier war ich, als ich in Panik geraten bin. Ja, hier hat es einen erschossen. Genau, hier muss noch irgendwo eine Leiche liegen. Ich scanne auch gleich nochmal die Umgebung. Oh, Pilze, auch nicht schlecht. Pilze. Oh, Mann, Leute, das war echt mal ein Fight. Aber eine Leiche habe ich jetzt hier nicht noch gesehen. Ich, to be honest, auch nicht. Aber
Du hast doch beim Scannen bist du ein bisschen, hast du dich ein bisschen von den Pilzen ablenken lassen. Ja, das kann sein, aber ich dachte, es macht immer so einen 360-Grad-Scan um einen rum, nicht bloß in eine Richtung. Egal, ich gehe jetzt erstmal dahin. Ich hoffe mal, also diese Double-Fights sind halt echt schwierig, ne? Wenn man gerade den Black Stalker versucht zu vernichten und dann kommen halt auch noch Soldaten dazu, das ist wirklich tricky. Du nimmst den Loot mit? Ja. Selbstverständlich. Oh, ja, geh mal nicht hier. Scheiße. Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семёнов? Столько лет прошло. Sorry. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Игорь, я так рад тебя видеть. Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно? Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Удивительное создание, очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Значит, это Семенов. Скользкий тип. Я бы ему на твоем месте не доверяла. Ich zweifle tatsächlich auch an dem, was Demonov sagt, weil er so kurze Pausen zwischen hatte. Das war mir smells fishy hier. Отчеты в заброшенном детском саду? Это был непростой детский сад. В те времена за нами все время следили. Люди, которые хотели нами управлять. Я пытался тебя от этого оградить. И здесь хранятся архивы КГБ. В этих подвалах можно многое найти. Скажите правду, профессор. Вы подписали с НАР какой-то пакт? Пакт? Как драматично, как зловеще. Я подписал договор о неразглашении и рабочий контракт, да. Но я не отвечаю за то, как они управляют своими объектами. Для этого есть другие люди. Ты понимаешь, как важно то, что здесь происходит? Такое нельзя доверить дуракам в униформе или дуракам в костюмах от Армани. Чтобы изучить свойства чернобылита, нужны настоящие профессионалы. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка. А твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди. Will da aber nicht rein, weil es hier noch Loot gibt und den ich noch mitnehmen möchte, bevor ich gehe. Oh, fuck, also ich habe mich gerade so hart erschrocken, ohne Witz, ne? Holy moly. Das ist ja der Godfather of Loot hier. Na ja, gut. Es war jetzt nicht wenig, aber... Ah, oh, Fischis, Elefantis. Geht's hier nicht auch noch irgendwie... Ja, ich meine, sein Sicherheitsteam, lass das mal das gewesen sein, was wir gerade ausgeknipst haben, ne? Oh. Die sieben Leute zusammen mit dem Blackstalker. Ja, echt mal. Die du da schön hops genommen hast.
Aber ich würde jetzt zumindest noch da runterspringen und gucken, ob wir da aus dem Level rauskommen. Ja, toll. Ja, okay, lass mal, oh nein. Den Erbtop in die Hand nehmen. Den Dutsch. Hast du gedacht, mein Freund, hä? Der hat viele Pilze dabei gehabt. Ja, sah auch so aus. Ist wie so ein Shroom-Konsument. Pilziger Frucht. Ach, oh, ich mag das Level nicht. Es missfällt mir hier. Oh, wie, ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen, ne? Nee. Test Nummer 56b, der Tschernobylite Nanolösung. Exemplar, ein erwachsener Mann, 1,88, 97 Kilo. Zustand, postoperative Schmerzen, extreme Unruhe und mit Fentanyl verbundene Atemdepression. Behandlung, endolymphatische Injektion einer Kombination von Analgetika und Droperidol. Somneverin, SCTZ-Dosis erhöht auf 80 Milliliter von 60 Milliliter bei Ausgangswert 40. Nalbuphin 300 Milligramm. Verfahren. Das ist jetzt, wo es spannend wird. 6.33 Uhr. Injektion von 5% aktiver Tschernobylit-Nanolösung. Folgen. Nach etwa 5 Minuten und 32 Sekunden begann... Vor allem etwa 5 Minuten und 32 Sekunden. So ganz, ganz grob, weißt du? Ganz grob 5 Minuten und 32 Sekunden. Bereits bekannte Gewebewachstumsprozess innerhalb von 2 Stunden waren die absichtlich entfernten Teile des Verdauungssystems, Gallenblase, Leber, rechter Lebergang, Milz und ein Teil des Pankreas bereits vollständig regeneriert. Um 8.33 Uhr wurde eine Probe vom Exemplar entnommen. Die mikroskopische Prüfung ergab eine neue Zellart, Chromazellen, die Krebszellen ähnelt, deren Genmutation jedoch unbekannten Ursprungs ist. Handschriftlich: Die Tschernobylit-Nanolösung könnte eine Sackgasse sein. Bisher zeigen nur 2 Testpersonen positive Ergebnisse. Ich empfehle, dass wir unsere eigene Tschernobylit-Genmanipulationstechnologie entwickeln. Es wird zeitaufwendig, sollte aber langfristig bessere Ergebnisse liefern. Das klingt ja aber doch eigentlich ganz fresh so vom Prinzip her, oder? Dass da Sachen nachwachsen. Theoretisch. Nicht ganz uncool, denke ich mal. So. Ich weiß übrigens, dass du die Folge eigentlich schon vor 10 Minuten beenden wolltest. Und wir gehen. Oh Mann. Ты куда собралась, Таня? Посмотри вокруг, Игорь. Тут так. Aber wir gehen irgendwann mal raus. Пусто, но спокойно. Не души вокруг. Как раз по мне. Не очень-то люблю людей. Я знаю. Интересно, как ты переживешь нашу свадьбу с толпой гостей? С какой еще толпой? Не волнуйся, глупыш. Du freust dich. Ja, klingt verlockend. Ah, Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit. So. ich hab doch überlegt, welche Taste es war, ne? Es ist aber. Also das passiert mir auch literally jedes Mal. Das ist echt insane. Das ist schon der Hammer. So, Missionen überstanden. Leute, es war ein Ritt, sage ich euch. Es war ein wahnsinniger Ritt, diese Folge. Unglaublich. Jetzt gucken wir mal noch, ob die anderen auch Erfolg hatten. Unser geistiger Zustand hat auch ein bisschen gelitten, aber das ist nicht verwunderlich nach der Aktion. Oh, Olivier, ich bin begeistert. 3 Tschernobylit, sehr schön. Olga, auch sehr schön. 10 Gewehrmunition. Oh, Sascho. Sascho, dünnes Eis. Sehr, sehr dünnes Eis. Ja, sehe ich ähnlich. So. Ja, genau so. Wer versagt, kriegt nur halbes Essen. So läuft das hier bei uns. Mhm. So, puh, Mensch. Sieht immer noch irgendwie spacey aus da draußen. Aber gut, ich würde sagen, mit diesem wundervollen Blick ist es jetzt an der Zeit, diese Folge zu beenden. Wie gesagt, Benny hat schon vor 10 Minuten angesetzt, dann bin ich versehentlich da über Semonov gestolpert. Das war so gar nicht geplant, aber es ist passiert. Es war eine wahnsinnig aufregende Folge, es war eine wirklich intensive Folge mit
einigen intensiven Kämpfen, muss ich sagen, und einigen Situationen, wo ich dachte, das war's jetzt. Aber unterm Strich haben wir es doch irgendwie immer wieder rumgerissen, das Ruder. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir noch so an Hauptquests haben. Ich meine, wir haben auf jeden Fall noch Tatjana, die am Hafen auf uns wartet. Und wir hatten auch noch die Quest von Sashko, glaube ich. Die können wir auch noch erledigen. Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Vielleicht fangen wir aber auch erstmal ein bisschen mit therapierend beruhigendem Basenbau an. Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Aber für heute soll es das an der Stelle erstmal gewesen sein. Wir wünschen euch einen fantastischen Mittwoch. Ein tolles Bergfest. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst uns gern ein Däumchen da. Und ansonsten schaut auch mal in die anderen Projekte. Ich weiß nicht, worauf ich mit dem Satz raus wollte. War komisch. Tschüss. Ciao. So.